Und wir wollen darüber sprechen mit Extrembergsteiger Reinhold Messner, uns jetzt zugeschaltet. Ich begrüße Sie, Herr Messner. Guten Abend. Herr Messner, Sie selbst haben die schwierigsten, die höchsten Gipfel dieser Welt bestiegen. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Bilder gesehen haben? Also ich habe Bilder zum Glück noch keine gesehen. Ich habe gestern von dieser Geschichte erfahren und habe mir das Schlimmste vom Schlimmen ausgemalt, was gewesen sein könnte, weil ich ja den K2 kenne und die Geografie kenne. Und ich muss sagen, die Tatsachenberichte, die heute vorgelegt werden, sind schlimmer als all das, was ich befürchtet habe. Wir haben gerade den einen Bergsteiger gesehen im Beitrag, der sagt, er wollte helfen. Er hat angehalten und wurde von den Bergsteigern, die hinter ihm kamen, gebeten worden, weiterzugehen. Er möge bitte zur Seite treten. Hätte dieser eine Mensch überhaupt eine Chance gehabt, dem verletzten Bergsteiger zu helfen? Also zwischen Klettern, Steigen, Alpinismus und Rettung ist ein großer Unterschied. Es waren offensichtlich keine geschulten Bergretter dabei. Bergretter sind in der Lage, einen solchen Menschen aus der Gefahrenzone zu holen und ja, mit Sicherheit ins Basislager zu bringen. Ob der dann noch lebt oder nicht, ist eine andere Frage. Ich glaube, die Situation war so, dass man ihn nicht hätte lebend heruntergebracht. Aber man hätte ihn mindestens am Ende bis wieder in die Zivilisation zurückbringen können. Ich hoffe, das wird auch in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr passieren. Aber da braucht es geschulte Bergrettungsleute. Was ich in diesem Zusammenhang sagen will, ich habe kein Recht, da Urteile zu fällen, das will ich nicht, ist die Tatsache, dass viel zu viele unerfahrene Menschen unterwegs sind an diesen Bergen. Einen Berg, den man buchen kann im Reisebüro, das ist kein Berg mehr, sondern eine Attrappe. Wenn man um 8 Uhr abends losgeht, weil man so langsam ist, um den Gipfel zu erreichen am nächsten Tag, dann ist klar, wenn in der Nacht ein Unfall passiert, dann ist es sehr schwer, Rettung zu bringen, weil man keine speziellen Lampen dabei haben kann, das wäre zu schwer. Und hier an diesem Fall hat man versucht zu retten, wie schwierig das ist. Es bräuchte bei so großen Gruppen, sind ja große Gruppen, die in Serien im Gänsemarsch auf diese Berge steigen, über eine Piste, die vorher gelegt wird, mit fixen Seilen. Hasan ist wahrscheinlich von Eisbrocken getroffen worden, denn da oben im Flaschenhals gibt es im Großen und Ganzen keine Lawinenabgänge, sondern hauptsächlich fallen Eisbrocken runter. Wie er dann in diese ungute Situation kam, das kann ich nicht sagen, wenn ich nicht selbst dabei war. Es war die Schlüsselstelle am K2, eben oberhalb des Flaschenhalses. Und diese Stelle ist im Großen und Ganzen Sonntagsbergsteigern nicht zumutbar. Und die Reiseveranstalter, die solche schwierige, anstrengende Besteigungen anbieten und dann eben an zahlende Gäste verkaufen, die Hunderttausende und mehr Dollar zum Teil bezahlen, um da hinaufgehievt, hinaufgeschoben, hinaufgebracht werden. Das ist eine Form des Tourismus im Himalaya, die ich nicht teile. Das sind deutliche Worte. Nun ist es ja so, die anderen Bergsteiger, das zeigen zumindest die Videos, das ist der Vorwurf, wollten sich offenbar unbedingt ihren Traum erfüllen, es unbedingt auf den Gipfel schaffen. Eine Dame hat versucht, ihren Weltrekord damit auch zu erreichen. Was würden Sie sagen, was treibt diese Menschen an, offenbar alles andere dafür zu ignorieren? Weil der Vorwurf steht ja im Raum, dass sie zum Teil hinübergestiegen sein sollen über den verletzten Sherpa. Also wenn es um Rekorde beim Bergsteigen geht, wenn es um die Schnelligkeit geht, wenn es um die Zahl der großen Berge geht, dann ist immer Gefahr in Verzug. Bergsteigen hat im Grunde nichts mit einem Wettkampf zu tun. Es gibt auch keine Rekorde, weil die Verhältnisse alle Tage anders sind. Man kann keine Vergleiche anstellen. Bergsteigen ist nichts anderes als der Versuch, in dieser Höhe, in dieser Weite, in dieser Gefahrenwelt, die wirklich lebensgefährlich ist, zu bestehen. Wir gehen freiwillig dorthin, wir Alpinisten. Ich spreche nicht mehr von den Touristen, die am K2 unterwegs waren. Das ist nämlich Tourismus. Wir gehen dorthin, wo wir umkommen könnten und wir wissen das im Vorfeld.
Wir sind uns dessen bewusst, um nicht umzukommen. Die große Kunst ist das Nicht-Umkommen. Aber wenn sehr viele Menschen, eine Hundertschaft, im Gänsemarsch da hinaufsteigt, dann nimmt die Empathie ab. Man kennt die anderen nicht. Und der Egoismus nimmt zu. Hier hat der Egoismus gesiegt und die Empathie ist verstorben oder verloren gegangen. Und das ist die Tragik bei dieser Geschichte. Dass die Empathie, die früher wesentlich zum Alpinismus dazugehörte, wenn ein Unfall passiert ist, wie dieser am K2, haben alle abgebrochen und haben versucht, die Rettung nach unten anzutreten und nicht noch versuchen, während der andere stirbt, den Gipfel zu erreichen, weil man sonst ja neu ansetzen müsste. Warum soll man nicht neu ansetzen, um zum Gipfel zu kommen, wenn es gelänge, mit dem Umkehren den Verunfallten zu retten? Herr Messner, ich würde gerne noch über den Alltag von den Trägern, den sogenannten Sherpas, sprechen. Wie sind diese denn konditionell ausgestattet, auch vorbereitet auf solche Touren? Und hat man denn dann als Bergsteiger auch eine persönliche Beziehung zu seinem eigenen Sherpa oder läuft das komplett unpersönlich ab und der wird sozusagen einfach nur auf Deutsch gesagt gebucht? Nein, der Sherpa wird von den Reiseveranstaltern oder den Logistikern in Nepal oder in Pakistan gebucht, er arbeitet, für den ist es eine Arbeit. Die führenden Sherpas kriegen sehr viel Lohn für diese Aufstiege, ein Hundertfaches von dem, was ein Mensch in Nepal normalerweise verdient. Normalerweise sind die Agenturen, die das alles organisieren, verantwortlich für die Ausrüstung der Träger. In diesem Fall waren es Hunsas oder Baltis, weil in Pakistan gibt es die Sherpas nicht. Es waren auch Sherpa dabei, die von Nepal herüberkamen. Die Sherpas sind inzwischen in der Summe sehr gut ausgebildet, auch meistens gut ausgerüstet, fast im selben Level wie die westlichen Bergsteiger. Die Pakistanis sind noch nicht so weit, aber die holen jetzt auf, weil die natürlich ihre Berge auch anbieten wollen, um damit als Träger, als Wegbauer, als Führer, als Begleiter Arbeit zu finden. Das ist für junge Leute in Pakistan und in Nepal ein sehr gewünschtes Ziel, selber auf einen 8000er zu kommen, um dann Klienten zu finden oder Veranstalter zu finden, die einem in das Team aufnehmen. Und ich glaube, Mohammed Hassan war auf dem Weg zu einem gefragten Führer und ist dabei, vielleicht nicht richtig ausgerüstet, zu Tode gekommen. Aber er ist als Opfer zu beklagen und nicht als Täter. Das heißt, er selber hat keinen Fehler gemacht. Vermutlich ist ein Eisbrocken von oben runtergefallen, hat ihn getroffen, hat ihn rausgerissen aus den Seilen. Er ist hängen geblieben am Fixseil. Aber obwohl das abgesichert ist wie ein Klettersteig, ein normales Kletterseil dehnt sich. Ein Stahlseil, wie man es bei uns in den Alpen macht, in den Klettersteigen, dehnt sich nicht und da bleibt man besser hängen oder man bleibt überhaupt hängen. Er ist, ich kann mir das gut vorstellen, die 4-5 Meter runtergerutscht, kopfüber gehangen. Es war sehr schwierig, ihn überhaupt wieder in aufrechte Position zu bringen, ihn hochzuziehen auf diesem Weg, der präpariert war. Weg, ein Steiglein, eine ziemlich schwierige Querung an dieser Stelle. Und es war niemand in der Lage, ihn abzulassen mit einer Bremse. Runtertragen hätte man den am Beginn nicht können, sondern man hätte ihn ablassen müssen. Und dann hätte man ihn natürlich auch ziehen können, weil danach ist relativ flaches Gelände bis hinunter zur Schwarzen Pyramide. Reinhold Messner, ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie das mit uns ein wenig besprochen haben. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.